Verehrte liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder, Ihnen und den über 2000 Besucherinnen und Besuchern hier in Würzburg, der Stadt des heiligen Kilian, ein frohes Grüß Gott und ein gesegnetes 2017. Gerne hätten mehr als doppelt so viele Menschen Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, heute ihre Aufmerksamkeit geschenkt, aber der Platz reicht leider dafür nicht aus. Umso wichtiger ist der Dienst der Presse und der Medien, die teilweise auch live berichten. Zahlreiche Menschen aus Kirche und Gesellschaft
kommen am Beginn eines jeden Jahres in Würzburg zum Diözesanempfang zusammen. Sie wollen miteinander ins Gespräch kommen, wie wir gemeinsam weiter mitwirken können an der Gestaltung einer menschenwürdigen, sozial gerechten und deshalb friedvollen Welt. Hier im Kongresszentrum begrüße ich zum einen Menschen, die beruflich und ehrenamtlich in der Kirche und ihrer Caritas engagiert sind. Weil dieser Dienst in und für die Gesellschaft wirkungsvoller Zusammenarbeit mit dem Staat und den Kommunen erfolgt, darf ich zum anderen viele Verantwortliche aus Politik, Behörden, Justiz, Verwaltung, Kammern und Verbänden willkommen heißen. Stellvertretend nenne ich unsere Landtagspräsidentin Frau Barbara Stamm, den bayerischen Staatsminister der Justiz, Herrn Professor Dr. Winfried Bausback und den großen Kreis der aktiven und früheren Abgeordneten aus Bundestag und Landtag. Für die Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister, Kreis, Stadt- und Gemeinderäte sei der Hausherr Oberbürgermeister Christian Schuchart genannt. Das vertrauensvolle Zusammenwirken trägt wesentlich zur Lebensqualität in Unterfranken bei, dessen Ausdehnung nahezu identisch ist mit der Diözese Würzburg. Stellvertretend für den Bezirkstag sei Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel und für den Regierungsbezirk Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer begrüßt. Für unsere bisherigen Diözesanempfänge haben wir die Universität als herausragenden Ort des offenen Diskurses aufsuchen dürfen. Um heuer 1.000 Menschen mehr die Teilnahme am Diözesanempfang zu ermöglichen, sind wir an diesem Abend von unserem gewohnten und so symbolträchtigen Ort der Universität abgewichen. Herrn Universitätspräsidenten Professor Dr. Alfred Forchel danke ich ganz herzlich für die wiederum angebotene Gastfreundschaft. Dass heute Abend der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, meine Mitbrüder im Bischofsamt in Würzburg sowie weitere Diözesanbischöfe hierher gekommen sind, hat auch damit zu tun, dass sich Würzburg seit 1848 als fruchtbarer Ort für die Beratungen der Bischofskonferenz erwiesen hat. Dies geschieht auch heuer wieder. Das Würzburger Domkapitel ist ebenso vertreten wie der Abtpräses der Missionsbenediktiner aus St. Ottilien und weitere Verantwortliche aus mehreren Ordensverbänden. In ökumenischer Weite gehören bei unseren wichtigen Zusammenkünften die anderen christlichen Kirchen dazu. Stellvertretend grüße ich die evangelische Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Das gut gewachsene Miteinander mit unseren älteren Geschwistern im Glauben bringt in Würzburg der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, zum Ausdruck. Verbunden sind wir auch mit den Muslimen, die in Würzburg Herr Ahmed Bastürk vertritt. Das Thema des diesjährigen Diözesanempfangs ist hochaktuell. Es geht alle an und ist auch mir persönlich ein Anliegen. Verbundenheit in offener Gesellschaft, Pluralität und Identität, Herausforderung und Chancen. Vielfalt und Verbundenheit gehören konstitutiv zu einer demokratischen Gesellschaft hier in Deutschland und weltweit. Nach meiner Überzeugung ist uns dies aufgegeben. Miteinander die Balance zu suchen und zu halten zwischen Identität und Pluralität. Es gibt uns Menschen nicht ohne die Offenheit für andere. Was das für all die Herausforderungen bedeutet, die unserer Gesellschaft gestellt sind, beschäftigt die Menschen in den Städten und Gemeinden, die sich für eine menschenwürdige, gerechte und friedliche Zukunft engagieren. Ich nenne als Beispiel die Themen Zuwanderung und Integration. Sie beschäftigen uns seit vielen Monaten und einfache Antworten helfen uns hier nicht weiter.
Bei der Lösung der damit verbundenen Fragen muss das Fundament an Werten und Grundüberzeugungen leitend sein, das unser Zusammenleben ausmacht und ein gelungenes Miteinander ermöglicht. Das gilt auch bei allen anderen Aufgaben. Das christliche Ethos der Solidarität darf in unserer Gesellschaft nie verloren gehen. Es ruft uns dazu auf, den Nächsten zu lieben und Frieden zu stiften. Ablehnung oder gar Hass haben hier keinen Platz. Heute Abend werden Sie, verehrte Frau Bundeskanzlerin, uns mit Ihren Gedanken und Impulsen zum Verhältnis von Identität und Pluralität ins Gespräch bringen. Sie rufen immer wieder die Achtung des Grundgesetzes und des Wertefundamentes in Erinnerung, das unser Zusammenleben ausmacht und sozusagen konstitutiv dafür ist und ein gelungenes Miteinander in unserer Gesellschaft ermöglicht. Sie wollen uns in der festen Entschlossenheit bestärken, und ich zitiere Sie mit den Worten Ihrer Neujahrsansprache, der Welt des Hasses der Terroristen unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Thank you.
Sehr geehrter Herr Bischof Hofmann, wegen des Hausherrn lasse ich einmal die Reihenfolge protokollarisch etwas ins Wanken geraten. Sehr geehrter Herr Kardinal Marx, sehr geehrter Herr Schuster, liebe Frau Landtagspräsidentin, liebe Barbara Stamm, Herr Staatsminister, Herr Oberbürgermeister Schuchert, meine Damen und Herren. Auch ich möchte Ihnen nicht nur danken für die Einladung und Sie beglückwünschen zu Ihrem tollen Musizieren, rustikaler Name, tolle Musik, Blechschaden. Und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich hatte erst, deshalb mussten Sie einmal umsonst ansetzen, einen kleinen Gang in den Nachbarsaal gemacht, um die dort zu grüßen, die jetzt mich nicht persönlich erleben können. Und freue mich, dass ich bei Ihnen sein kann zu Beginn eines spannenden Jahres 2017. Eines Jahres, in dem wir viel nachdenken über das, was uns leitet. Und deshalb bin ich Ihnen, Herr Bischof Hofmann, auch sehr dankbar, dass Sie mir ein spannendes Thema gegeben haben: Verbundenheit in offener Gesellschaft. Wir sind, glaube ich, gerade wieder in einer Zeit, in der wir sehr viel über Haltungen und Werte diskutieren angesichts manch neuer Herausforderung. Gewissheiten sind nicht mehr ganz so gewiss, wie wir das dachten. Und auch ich denke darüber nach, wie kommt das, und glaube, dass jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Zeit der deutschen Einheit, nach dem Ende des Kalten Krieges, so ein historischer Abschnitt vielleicht durch einen neuen ersetzt wird. Nach 1990 dachten wir alle, der Siegeszug der Freiheit, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das den letzten Winkel der Welt erreicht hat. Das, was uns in Europa unmöglich erschien, passierte plötzlich, hat dazu geführt, dass ich heute hier vor Ihnen stehen kann, in einem wiedervereinten Deutschland. Und trotzdem gibt es jetzt eine Phase der Zweifel, auch eine Phase, in der eine gewisse Rückkehr in überschaubare Lebensräume von manchen erträumt wird. Ich frage mich auch oft, hat es auch damit zu tun, dass Zeugen der Schrecknisse des 20. Jahrhunderts langsam nicht mehr unter uns sind, die den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, die vom Nationalsozialismus gewusst haben, was das für eine schreckliche, grausame Diktatur war, die Shoah mit sich gebracht hat. Und all das muss uns vor die Frage stellen, was leitet uns, was sind unsere Werte, wie erziehen wir und wie leiten wir unsere jungen Menschen. Und da ist das Thema Verbundenheit in einer offenen Gesellschaft ja so etwas wie einerseits und andererseits. Bischof Hofmann sprach eben von einer Balance, die immer wieder gefunden muss. Und man kann sich fragen, steckt in dieser Frage schon ein Widerspruch, Verbundenheit und Offenheit? Und ich glaube, nein. Es kann sein, dass diese beiden Begriffe zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Und Sie haben ja heute auch etwas gemacht hier in Ihrem Diözesanempfang. Sie haben Türen geöffnet. Sie haben sich nicht nur unter seinesgleichen getroffen, sondern Sie haben Gäste aus Politik und Wirtschaft, aus verschiedensten Verbänden und Organisationen eingeladen. Dieser Empfang führt also Menschen mit unterschiedlichen persönlichen Hintergründen zusammen und signalisiert damit schon ein großes Maß an Verbundenheit. Und dass ein solcher Empfang bietet Raum für Begegnung und Dialog. Und das ist ja nicht nur heute so, sondern das ist an vielen Stellen so. Und die Bereitschaft, offen füreinander zu sein, sich auf andere einzulassen, die Welt auch mit den Augen anderer zu sehen, und das ist eine schöne Erfahrung, erweitert ja oft den eigenen Horizont. Ich gebe zu, es ist auch anstrengend. In Zeiten des Internets gibt es die schöne Möglichkeit, sich nur noch mit Menschen zu unterhalten, die der gleichen Meinung sind. Und das Interessante ist, es gibt immer mehr davon, als man persönlich kennenlernen kann. Und irgendwann denkt man, Mensch, die denken alle so. Aber man ist dann vielleicht doch nur in einer Blase und es gibt noch hunderte, tausende anderer Blasen. Und deshalb ist dieses sich aufeinander einlassen ganz wichtig. Und es leitet uns doch auch, das darf ich auf diesem Diözesanempfang sagen, dass Gottes Geschöpfe, die wir Menschen sind, unterschiedlich geschaffen sind. Und dass das schön ist.
dass das unsere Gesellschaft reich macht, dass wir nicht darüber klagen sollen, dass der eine dies und der andere das besser kann, sondern dass du aus der Gemeinschaft all der Fähigkeiten und Fertigkeiten und auch aus der Gemeinschaft der Schwächen dann etwas entsteht, was eine menschliche Gesellschaft ist. Und deshalb müssen wir uns immer wieder auf diese Verbundenheit und auf einander einlassen, weil es so wichtig ist und weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der gleichzeitig die Welt zusammenzuwachsen scheint. Wir nennen das die Globalisierung. Es ist nicht der erste Schub der Globalisierung in der Menschheitsgeschichte, aber in Kombination mit der Digitalisierung ist es schon eine Entwicklung, die Sie an vielen Produkten auch nachvollziehen können. Wenn Sie mal gucken, wo so ein Rasierapparat oder eine Waschmaschine oder was immer wir im täglichen Leben benutzen, durch wie viele Länder das gewandert ist, ehe das dann von uns als ein Produkt gekauft wird, dann sehen Sie, dass dieses etwas sperrige Wort von den Wertschöpfungsketten zeigt, wie wir miteinander im Austausch leben. Und die Digitalisierung bringt uns noch quasi jede Information, an der wir interessiert sind, zu uns nach Hause. Aber damit ist ja dann noch kein Wertesystem verbunden. Damit weiß ich ja noch gar nicht, wie ich die ganzen Informationen ordnen soll. Was für mich jetzt wichtig ist und was nicht, was ich mehr als einen Tag behalten sollte oder was ich gleich vergessen kann. Und da habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, dass manche dieser Informationen, die als Fakten daherkommen, ziemlich Lügen sind. Also ein Ansturm sozusagen von Impulsen auf uns, die ganz konkrete Veränderungen auch im täglichen Leben mit sich bringen. Es gibt diejenigen, die schwärmen über die Digitalisierung. Wenn man die jungen Menschen sieht, wie sie mit den Smartphones und den Tablets umgehen, wenn man sieht, was da möglich ist, wie man sich verabreden kann, wie man sich austauschen kann, wie Familien über WhatsApp miteinander kommunizieren können, alles wunderbar. Und dann gibt es eine Arbeitswelt, die ändert sich in einem dramatischen Tempo. Und nicht jeder ist ganz sicher, ob er in dieser Welt noch seinen Platz hat oder sie. Ob für mich morgen noch etwas da ist, ob ich mitkomme, wenn ich das alles neu lernen muss. Und die vielen, die mit Menschen arbeiten, die wissen, Mensch ist das Leben, sowohl von der Zeugung bis zur Geburt, als auch andere Teile des Lebens werden nicht schneller dadurch, dass ich dauernd alles ganz schnell kriegen kann. Das heißt, Rhythmen, Lebenszeiten fallen auch ein Stück auseinander. Und das schafft Verunsicherung, das schafft die Frage, was gilt nun noch, und was ist mit mir und meinem Leben in ein oder zwei Jahren? Und es ist ganz natürlich, dass die Antworten auf solche Fragen auch wieder sehr unterschiedlich ausfallen. Manch einer zieht sich zurück und will sich nur noch auf das eigene konzentrieren. Andere sind bereit, sich auf den Wandel einzulassen, empfinden das als eine Bereicherung. Und ich lade uns auch ein, uns diesem Wandel nicht zu verweigern, sondern sich auf ihn einzulassen, allerdings auf eines sehr zu achten. Der Wandel von Technik, von Informationen ist ja kein Selbstzweck, sondern es ist immer die Frage, dass der Mensch das Bestimmen haben muss, dass der Mensch seine Ordnung gestalten muss. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, das ist für uns Politiker eine Riesenherausforderung. Denn die neuen technischen Entwicklungen, die neuen Entwicklungen des internationalen Finanzmarktes, die müssen Sie ja erstmal kennen, ehe Sie auch die entsprechenden politischen Leitplanken einsetzen können. Das heißt, wir müssen permanent lernen und gleichzeitig wieder schauen, dass die Gesellschaft menschlich gestaltet wird, und das fordert uns auch sehr. Aber wir sollten an die Herausforderungen mit der Haltung herangehen, dass wir offen sind für Innovationen, dass wir offen sind für einen weltweiten Wettbewerb, aber dass wir davon überzeugt sind, dass wir, und wir sind natürlich nicht nur wir Deutschen alleine, aber dass die Menschheit sie gestalten kann, und wir sollten uns mit unseren Überzeugungen in diese Gestaltung einbringen. Und so tobt jetzt natürlich auch in diesen Tagen, schon im Jahre 2017, aber auch schon länger, immer wieder die Frage Abschotten, Protektionismus. Und es war sehr interessant, dass der chinesische Präsident jetzt dieser Tage ein sehr einprägsames Bild verwendet hat für Protektionismus und Abschottung. Er hat gesagt, das ist wie in einem dunklen Raum. Wer sich darin einschließe, der sei zwar vor Regen und Wind geschützt,
aber zugleich abgeschieden von Licht und Luft. Und das hat mir gefallen. Darüber sprechen wir im Übrigen auch oft mit China, wie dann auch die Bedingungen für alle gleich sind. Aber es zeigt zumindest, dass wir uns auf die Offenheit einlassen sollten. Das würde ich auch unterstreichen. Aber wie ist das dann mit der Verbundenheit? Und nun hat das letzte Jahr und das vorletzte Jahr uns ja in der Frage der Verbundenheit vor große Herausforderungen gestellt, wenn ich das Stichwort der vielen Flüchtlinge, die zu uns kommen, nur einmal nenne. Auf der einen Seite hat uns das Schicksal der vielen Menschen, die vor Krieg, Verfolgung, Gewalt fliehen, natürlich gezeigt, was eine globale Welt an fürchterlichen Katastrophen mit sich bringt. Gerade auf dem Weg hierher habe ich wieder gehört von Aleppo, von dieser fürchterlichen Situation dort, aber auch von den Hilfen. Deutschland hat im letzten Jahr allein 600 Millionen dem Welternährungsprogramm gegeben und das trägt jetzt in diesen Tagen auch dazu bei, dass Menschen in Ost-Aleppo und West-Aleppo eine warme Mahlzeit bekommen und jeder zweite Syrer, der in Syrien ist, ist im Augenblick auf solche internationale Hilfe angewiesen. Gleichzeitig haben wir viele von den Menschen, von den Flüchtlingen bei uns aufgenommen. Über 5 Millionen Syrer zum Beispiel haben Syrien verlassen müssen. Die allermeisten davon sind Libanon, Jordanien und in der Türkei. Und wir wissen, dass derzeit mehr Menschen als je nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht sind. Die Herausforderungen für uns waren sichtbar. Ich möchte als erstes noch einmal den Kirchen, den Hilfswerken, aber auch den Haupt- und Ehrenamtlichen überall in den Organisationen, in den Stadtverwaltungen, in den Landkreisen, im Land und gerade hier in Bayern, weil die allermeisten bei Ihnen angekommen sind, noch mal ein herzliches Dankeschön sagen für das, was Sie geleistet haben. Aber wir haben in dieser Zeit auch viel gelernt und wir mussten vieles lernen und haben erreicht, dass die Zahl der Flüchtlinge im letzten Jahr auch deutlich zurückgegangen ist. Das liegt an verschiedenen Verhandlungen, die wir geführt haben. Ich weiß, dass das Abkommen der Europäischen Union mit der Türkei nicht so sehr beliebt ist, oft auch kritisch diskutiert wurde. Aber es war der Weg aus Illegalität, in der sich Menschen in die Hände von Schleppern, Schmugglern, Menschen, die skrupellos andere Menschen in Lebensgefahr gebracht haben, ausgebeutet haben, Geld verlangt haben, dass diese Abhängigkeit unterbunden wird, dass Illegalität nicht das Handeln von Staaten sein kann und wir müssen es in Legalität überführen. Denn den Menschen, die davon betroffen sind, hilft es nicht, wenn sie ihr Leben riskieren und dann den entsprechenden Schutz doch nicht finden. Und allein die Tatsache, dass heute vor einem Jahr, in den Monaten Januar und Februar, noch etwa 450 Menschen allein in der Ägäis ertrunken sind, letztes Jahr über 4000 Menschen im Mittelmeer, zeigt doch, dass wir andere Wege der Hilfe finden müssen, als diese illegalen Wege, die aus meiner Sicht nicht akzeptabel sind. Und nun stehen wir vor einer schwierigen Aufgabe. Aber diese Aufgabe müssen wir leisten. Wir sind ein Rechtsstaat. Ein Rechtsstaat gibt denen, die Hilfe brauchen, Hilfe und Unterstützung. Aber damit wir das auch weiter tun können, müssen wir auch denen, die nach einem rechtsstaatlichen Verfahren kein Aufenthaltsrecht bei uns haben, sagen, dass sie unser Land wieder verlassen müssen. Auch das gehört zum Ordnen, zum Steuern der Prozesse. Und wir haben gelernt, gemeinsam in der Politik, je schneller wir entscheiden, umso besser ist das für die Betroffenen. Denn nichts ist schwieriger, als wenn ganze Familien jahrelang betreut werden in Gemeinden oder vor Ort, man Beziehungen und Bindungen aufbaut und dann kommt sozusagen die Mitteilung, jetzt müsst ihr uns verlassen und deshalb müssen wir hier schneller werden. Und für diejenigen, die ein Bleiberecht haben, zumindest auch eines für eine bestimmte Zeit, gilt die große Aufgabe der Integration. Und auch hier haben wir vieles vorangebracht, Offenheit und Bereitschaft zur Verständigung gezeigt.
Diese Bereitschaft muss von beiden Seiten da sein. Ich sage immer, wenn ich aus Syrien oder Afghanistan, wenn ich mir das nur vorstelle, in die Bundesrepublik Deutschland käme, ich könnte wahrscheinlich auch nicht gleich alles verstehen, wie das bei uns geordnet ist und geregelt ist. Das ist nicht so einfach, glauben Sie es mir. Es war schon nach der deutschen Einheit gar nicht so einfach, sofort alles zu kapieren, wie das hier lang geht. Aber natürlich ist Deutschland auch nur ein Land, in das viele Menschen fliehen und zu uns kommen möchten, weil wir eine Ordnung haben, eine Rechtsordnung, die Recht und Menschenwürde sichert. Und deshalb erwarten wir genauso, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich an diese Rechtsordnung halten, an unser Grundgesetz. Und dass sie verstehen, dass Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Schutz der Würde des Menschen, nicht nur Toleranz, sondern auch Respekt vor jedem erfordert. Und dass nur in diesem Respekt zum Gegenüber unsere Ordnung des friedlichen Zusammenlebens überhaupt gedeihen kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht nicht weiterführend, wenn wir versuchen, mit Polarisierung und Populismus die Probleme zu lösen, sondern sie müssen konkret gelöst werden. Aber wir müssen auch zeigen, und ich finde, wir können zeigen, dass wir von den Grundprinzipien unseres Landes, unserer Bundesrepublik Deutschland überzeugt sind und dass es auch Freude macht, andere davon zu überzeugen, dass dies ein gutes und nachhaltiges Miteinanderleben ermöglicht. Und dann müssen wir uns und auch das ist in dieser Dimension neu, ganz eindeutig gegen diejenigen stellen, die mit Attacken auf unsere Demokratie, von wo auch immer sie kommen, ganz massiv auseinandersetzen, dass wir mutig sind, dass wir Courage zeigen. Das muss die Politik vorleben, aber das muss auch jeder Einzelne immer wieder dafür kämpfen, was unser Land so erfolgreich gemacht hat. Und das ist die Offenheit, aber gleichzeitig auch die Verbundenheit mit der gemeinsamen Rechtsordnung. Und meine Damen und Herren, natürlich, Sie haben das in Würzburg hier erlebt im letzten Jahr, in Ansbach, dann in Berlin auf dem Breitscheidplatz, ist der islamistische Terror eine riesige Herausforderung. Eine Herausforderung, die bei uns schreckliche Ereignisse hervorgebracht hat, eine Herausforderung, die Frankreich in unfassbarer Weise getroffen hat, eine Herausforderung, die in Belgien eine Rolle spielt. Wir sehen, dass wir hier in internationaler Zusammenarbeit uns dagegen aufstellen müssen. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarten mit Recht, dass wir Sicherheit in Freiheit Menschen möglichst gut garantieren für das Zusammenleben in Deutschland. Und hier haben wir mit großer Entschlossenheit eine Vielzahl von gesetzlichen Änderungen vollzogen. Und wir sind da auch noch nicht am Ende unserer Maßnahmen. Es bedeutet auch immer wieder politische Diskussion. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, diejenigen, die ihren Kopf hinhalten für unsere Sicherheit, die Polizisten, aber auch die Feuerwehrleute, die Brände löschen, die müssen sich darauf verlassen können, dass wir hinter ihnen stehen und dass sie ihre Arbeit machen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Zahl derer, die in diesen Bereichen arbeiten, erhöhen, aber dass wir ihnen auch die Instrumente in die Hand geben, damit sie diejenigen, die unsere Art zu leben vernichten wollen, auch wirklich bekämpfen können. Das garantiert für uns die Sicherheit. Und das sind oft ganz triviale Dinge. Was früher die Telefonüberwachung war, ist eben heute die Möglichkeit zu verstehen, was in den sozialen Netzen passiert. Wenn Terroristen sich in WhatsApp-Gruppen zusammenschließen können und mit ansehen müssen, dass der Staat nicht das überwachen kann und darauf wartet, dass sie wieder mit dem Festnetz telefonieren, dann telefonieren sie natürlich nicht mehr mit dem Festnetz, sondern beschäftigen sich weiter in der WhatsApp-Gruppe. Und da müssen wir ja unseren Sicherheitsbehörden die richtigen Instrumente in die Hand geben und darum kämpfen wir auf der politischen Ebene und ich glaube, das können die Menschen mit Recht erwarten. Meine Damen und Herren, der Zusammenhalt, also an diesem Beispiel gezeigt, ist schon auf eine harte Probe gestellt worden und alles in allem, glaube ich, sind wir dabei,
das doch recht ordentlich zu bewältigen und dabei wiederum eine Menge über uns gelernt zu haben. Und es zeigt sich immer wieder, dass der Zusammenhalt, man kann es auch die Verbundenheit nennen in unserem Lande, dabei eine große Stärke ist. Und deshalb haben wir auch Grund, bei allem, was wir noch lernen müssen, zu Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und einer der ganz großen Gründe ist für mich die große Zahl von Ehrenamtlichen, die in Deutschland seit jeher ihre Arbeit, ihren Dienst tut. Über 20 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland, das ist das Netzwerk, das garantiert, dass dort, wo der Staat vielleicht etwas übersieht, wo er nicht alles schafft, dass dort Netze für Menschen in verschiedensten Lebenssituationen da sind, die sie entweder in die Zukunft geleitet, wenn ich an den Sport denke, oder ihnen in schwierigen Lebenslagen hilft. Und auf dieses Netzwerk der Ehrenamtlichkeit können wir stolz sein. Und danke auch gerade den Kirchen und in diesem Fall der katholischen Kirche, was sie an Förderung für diesen Bereich tun. Herzlichen Dank. Und natürlich hilft für diesen Zusammenhalt auch die augenblickliche Situation in Deutschland, dass die wirtschaftliche Lage recht gut ist, dass wir die höchste Zahl von Erwerbstätigen haben, die wir jemals in der Geschichte der Bundesrepublik hatten, dass wir Haushalte haben, in denen wir durch die hohe Beschäftigtenzahl auch keine neuen Schulden machen müssen, also für unsere Kinder und Enkel die Voraussetzungen schaffen, dass sie auch Spielräume haben werden. Wir haben genug Schulden in den vergangenen Jahren gemacht. Und trotzdem weiß ich, dass viele auch mit Recht darauf hinweisen, was alles besser laufen könnte, was alles besser sein könnte. Und ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung wieder vor viele Herausforderungen gestellt wird. Verbundenheit heißt ja Verbundenheit der verschiedenen Generationen. Verbundenheit heißt Verbundenheit der Menschen in unterschiedlichen Positionen. Und das Auseinanderklaffen von Gehältern, das Auseinanderklaffen von Sicherheit im Leben, das beschäftigt schon viele Menschen. Und es gab viele Jahre, in denen konnte man mit Fug und Recht sagen, wenn meine Kinder fleißig sind, dann wird es meinen Kindern sicher besser gehen als mir. Diese Sicherheit ist heute nicht mehr so einfach da, wie das früher der Fall war, weil so viel Veränderung ist. Und was heißt besser gehen? Das hat sich mit der Frage, wie teuer ist es, ein Häuschen zu bauen, hat sich vieles verändert in den letzten 30 Jahren. Mit der Frage, kann ich einen Beruf bekommen, hat sich vieles verändert. Oft ist die Qualifikation der Kinder höher und trotzdem ist die Sicherheit im Arbeitsleben nicht sofort höher. Und es hat keinen Sinn, immer nur davon zu erzählen, wie schlimm es früher war, sondern wir haben allen Grund, auch die Sorgen jüngerer Menschen über ihre Lebensgestaltung, über ihre Familienplanung genauso ernst zu nehmen, wie die Sorgen derjenigen, die auf Pflege oder Krankenhaus angewiesen sind. Nur wenn wir diese Sorgen ernst nehmen, werden wir soziale Marktwirtschaft wirklich und ehrlich gestalten können. Und dabei hat Politik natürlich eine zentrale Aufgabe. Wir dürfen möglichst nichts versprechen, was wir zum Schluss nicht halten können. Aber wir müssen uns um die Probleme kümmern. Und Offenheit in unserer Gesellschaft bedeutet, dass Politik die Dinge anpackt, dass sie Möglichkeiten eröffnet, aber gleichzeitig den Menschen nicht etwa vorschreibt, wie sie leben sollen. Das bleibt die Entscheidung jedes Einzelnen. Und da sind wir sehr schnell im Kern des Zusammenhalts einer Gesellschaft, auch einer und gerade einer offenen Gesellschaft, der Familie. Wir, jetzt spreche ich einmal als CDU-Vorsitzende, sagen in unserem Grundsatzprogramm, Familie ist dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern lebenslang Verantwortung übernehmen füreinander. Und das ist etwas sehr Spannendes, das ist etwas, was Politik überhaupt nicht erzwingen kann. Politik kann viele Verantwortlichkeiten auf Zeit regeln. Aber Familie, das ist die Verantwortung vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens von Eltern für Kinder und Kinder für Eltern. Und da sind die Großeltern mit eingeschlossen, denn heutzutage ist es ja so, dass das Leben ohne Großeltern
auch manchmal kaum zu meistern ist. Also das geht über die Generationen weiter. Und ich sage immer etwas scherzhaft an solchen Stellen, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, mancher Großvater entdeckt überhaupt erst, wie schön das mit kleinen Kindern ist, weil er in seinem Vaterleben gar keine Zeit dazu hatte. Auch das ist eine neue Erfahrung. Michael Gloß, den ich inzwischen im Publikum entdeckt habe, nickt, so bin ich doch auch zufrieden. Ja, meine Damen und Herren, also Familien sind ein zentraler Bereich und deshalb müssen wir mit Familien auch sorgsam umgehen, ihnen Unterstützung zuteil werden lassen, wobei die Frage, wie genau diese Unterstützung aussehen kann, natürlich auch wieder Gegenstand politischer Debatten ist. Aber ich glaube, zu der Frage der materiellen Situation von Familien tritt heutzutage auch noch einmal die Frage der Zeit für Familien sehr stark in den Mittelpunkt. Die Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ich habe mich immer, und Barbara Stamm stimmt mir dazu, wir haben uns immer dafür ausgesprochen, dass wir wiederum nicht vorschreiben, wie Familien ihr Leben gestalten sollen. Und es darf weder so sein, dass die erwerbstätige Mutter im Fokus ist und kritisiert wird, noch darf es so sein, dass wenn Mütter oder Väter sich ein paar Jahre Zeit für die Erziehung der Kinder nehmen und im Beruf kürzer treten, genauso der gesellschaftliche Bann über sie ausgebreitet wird. Haben wir Mut zur freien Entscheidung. Wir wollen als Politik helfen, das gewünschte Lebensmodell möglichst leben zu können. Und dann ist das, glaube ich, für die Kinder auch am allerbesten. Wir haben immer wieder das Kindergeld erhöht, Elterngeld, Elternzeit eingeführt, Kinderbetreuung gestärkt. Und wir haben sehr viel auch für den Bereich der Pflege gemacht, gerade in dieser Legislaturperiode. Aber bei allen staatlichen Leistungen will ich auch hier noch einmal sagen, die Hauptlast tragen in den allermeisten Fällen die Angehörigen. Und deshalb ist auch das ein Ausdruck des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Und auch hier können wir nur sagen, dass das größte Hochachtung erfordert oder dass das größte Hochachtung mit sich bringt, von meiner Seite jedenfalls, wenn Menschen sich aufopferungsvoll auch gerade im letzten Abschnitt des Lebens für ihre Angehörigen einsetzen oder Pflegekräfte in den Pflegeheimen ihren Dienst tun. Und wir haben vieles versucht, auch Bürokratie abzubauen, die Konzentration auf die Zuwendung zu Menschen zu verbessern, die Pflegedefinition zu verändern, damit auch gerade Demenzkranke besser berücksichtigt werden können. Aber letztlich wird man ohne das Engagement der Menschen eine menschliche Pflege allein politisch nicht durchsetzen können. Und deshalb auch hier ein herzliches Dankeschön an alle, die in diesem Bereich arbeiten und pflegen. Und Zusammenhalt und Verbundenheit spielt sich auch wieder zwischen den Generationen. Wir haben mit den Mehrgenerationenhäusern, glaube ich, gute Orte gefunden in vielen Städten, wo Generationen zusammenkommen können, die heute nicht mehr auf natürliche Weise, weil die Großfamilie in einem Haus lebt, zusammenkommen. Und ein zentrales Thema angesichts unserer demografischen Situation ist natürlich das Rentensystem. Das wird auch in den kommenden Monaten wieder eine große Rolle spielen. Wie sind wir hier, können wir hier Sicherheit geben im Alter? Und wir müssen feststellen bei der Analyse, das größte Risiko für Altersarmut liegt im Grunde bei denjenigen, die im Erwerbsleben bereits erkranken und ihre Erwerbsbiografie nicht zu Ende führen können. Und deshalb haben wir jetzt nochmal die Erwerbsminderungsrente verbessert. Aber wir haben hier genau solche Aufgaben, wie können wir redlich, wie können wir gerecht sein zu denen, die Kinder erzogen haben? Wie spiegelt sich das im Rentensystem wieder? Hier sitzt mit der Landtagspräsidentin eine Verfechterin, auch gerade der Gerechtigkeit gegenüber Müttern. Und wie können wir angesichts der weniger jüngeren Menschen und der größeren Zahl von älteren Menschen, ohne die junge Generation zu überlasten, Gerechtigkeit auch für die zukünftig Älteren schaffen? Das beschäftigt uns sehr und das hat sehr viel mit Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu tun. Das heißt also, wir merken, dass Offenheit innerhalb einer Gesellschaft und Verbundenheit sich nicht nur auf die Frage offen nach außen bezieht, sondern auch Offenheit für die verschiedenen Lebenssituationen innerhalb einer Gesellschaft.
Und da spielt natürlich die Frage der Chancen, welche Chancen habe ich teilzuhaben am gesellschaftlichen Leben, eine Riesenrolle. Und da wiederum die Schlüsselstellung der Bildung, ein Thema, das im Wesentlichen bei den Bundesländern angesiedelt ist. Aber ich will mich hier nur auf einen Aspekt konzentrieren bei diesem Diözesanempfang. Ich bin der Meinung, dass Religionsunterricht in unseren heutigen Zeiten eher wichtiger als weniger wichtig ist, weil es hier um Gewissens- und Herzensbildung geht, weil es hier um mehr geht als nur unser eigenes Leben, sondern auch den großen Zusammenhang unseres Lebens als, wie ich es am Anfang sagte, Geschöpfe Gottes. Und wir spüren in diesen Zeiten auch, ich spüre es jedenfalls, dass wir immer wieder von Voraussetzungen leben, die wir selber nicht so schaffen können, sondern die in unserer Geschichte, in unseren Überzeugungen, unserem Glauben begründet sind und die uns dann auch in die Zukunft tragen und die uns ein Stück aus der Ist- und Ich-Bezogenheit herausführen. Und Freiheit, unsere freiheitliche Grundordnung ist ja eine Freiheit, die immer in Verantwortung auf den anderen gedacht ist. Und deshalb halte ich gerade Religionsunterricht für außerordentlich wichtig. Meine Damen und Herren, wir stehen im Spannungsfeld von Offenheit und Abschottung, von Verbundenheit und Isolation, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben gezeigt in unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass wir mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft, mit unserem Grundgesetz, dass die Würde jedes einzelnen Menschen unantastbar ist, dass wir diesen Weg gestalten können. Und vielleicht sind wir ein bisschen betrübt, dass es uns eher heute schwieriger erscheint als in der Vergangenheit. Aber ein Blick zurück in die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland zeigt, was war das für ein Land, aus dem diejenigen, die die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren, erst einmal wieder ein Land formen mussten. Was war das für eine Zerstörung und Zerrüttung im materiellen Sinne durch zerstörte Städte und gleichzeitig auch zerstörte Köpfe, die irregeleitet waren von einer furchtbaren Ideologie. Und was ist daraus geworden? Und nun, finde ich, haben wir doch allen Grund, wenn wir heute unsere jungen Menschen sehen, unsere Kinder, unsere Enkel, zu sagen, auch wir nehmen die Herausforderungen der Zukunft an. Und da wir in diesem Jahr das Jubiläum 500 Jahre Reformation begehen und da die evangelische und katholische Kirche eine Vielzahl von Formen gefunden haben, die auch eine tiefe ökumenische Verbundenheit widerspiegeln, geben Sie ja auch ein Beispiel, wie wir aus der Geschichte sozusagen Kraft schöpfen können. Und ich möchte zum Schluss Papst Franziskus zitieren, der am Neujahrstag dazu aufgerufen hat, ich zitiere ihn, gemeinschaftliche Orte zu schaffen und zu pflegen, die uns das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Verwurzelung vermitteln, dass wir uns in unseren Städten zu Hause fühlen, in Gemeinschaften, die uns vereinen und uns Halt geben. Und wenn wir diesem Aufruf folgen, ich weiß nicht, ob Sie Ihr Motto angesichts der Neujahrsansprache des Papstes gemacht hatten oder schon vorher, wenn wir also diesem Aufruf folgen, dann gewiss auf unterschiedliche Weise, aber eine Form von Offenheit gehört in jedem Fall dazu, die Offenheit auf andere zuzugehen. Und deshalb setze ich ganz im Sinne unseres Themas heute Abend auf Verbundenheit in einer offenen Gesellschaft. Und ich glaube, jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
Verehrte liebe Frau Bundeskanzlerin, der lang anhaltende Applaus war die angemessene Antwort auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank für Ihre Einsichten, Anregungen, Ermutigungen und auch den Impuls, den Sie uns zum Beginn dieses Jahres 2017 gegeben haben. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie das ganze menschliche Leben von der Wiege bis zur Bahre so geschildert haben, wie wir es erleben, und dass Sie vielen, die hier sind, aus dem Herzen gesprochen haben. Sie haben uns Mut gemacht. Sie haben den Menschen gedankt, die sich für andere einsetzen, und uns alle aufgefordert, das Miteinander so zu bündeln, dass wir auch in einer offenen Gesellschaft Zeugnis ablegen können von unseren Werten. Sie haben das Gespräch zwischen Politik und Kirche, zwischen Gesellschaft und Religion wieder befördert. Und wir können das gleich draußen vor dem Saal auf der oberen Ebene, aber auch unten im Foyer des Kongresszentrums miteinander bei Brot und Wein teilen. Genießen Sie auf dieser Ebene vielleicht auch den Blick auf den Main und das nächtliche Würzburg. Zuvor aber möchte ich ganz herzlich dem Ensemble Blechschaden unter der Leitung des unnachahmlichen Bob Ross sehr herzlich danken. Sie haben uns eine festliche und mitreißende Musik geschenkt und Sie haben alles dafür getan, den Namen Ihres Ensembles gründlich zu widerlegen. Ich danke aber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Domschule, in der Caritas, im Bischofshaus. Sie haben eine logistische Meisterleistung bei der Vorbereitung dieses Abends geleistet. Ich möchte aber auch jetzt schon ein herzliches Dankeschön dem Team sagen, das uns gleich draußen verwöhnen wird. Ich bitte Sie alle nun auch weiterhin um ein konstruktives, partnerschaftliches Miteinander von Politik, Gesellschaft und Kirche. Gott segne Sie, Ihre Angehörigen, alle Menschen, die Ihnen anvertraut sind, und er schenke uns allen ein gesegnetes Jahr 2017. Thank you.